Diese Woche kam eine interessante Nachricht auf meinen Bildschirm geflattert. Und zwar, wer seine Webseitenformulare unverschlüsselt überträgt, der riskiert jetzt eine Abmahnung. Was das bedeutet und wie du dich schützen kannst, das erkläre ich dir nach dem Intro. Hi, ich bin Udo und du schaust wieder So geht Bloggen. Auf eRecht24 ist diese Woche ein Artikel veröffentlicht worden von Rechtsanwalt Sören Siebert, der darüber berichtet, dass Seitenbetreiber mit unverschlüsselten Kontaktformularen nun die ersten Abmahnungen ins Haus geflattert seien. Das Bayerische Landesamt für Datenschutz ist nämlich der Auffassung, dass Daten in Kontaktformularen oder anderen Webformularen zwischen Besucher und Server nur noch verschlüsselt übertragen werden sollten. Das bedeutet, personenbezogene Daten in Kontaktformularen etc. dürfen nicht mehr im Klartext übertragen werden. Den Sinn oder Unsinn dieser Entscheidung, die Daten werden nämlich im Anschluss in den meisten Fällen sowieso unverschlüsselt per E-Mail weitergesendet, mal außen vor, bedeutet das für dich, entweder alle Formulare von der Webseite nehmen oder auf HTTPS umstellen. Wir machen natürlich Letzteres, nicht nur um die Formulare zu behalten, sondern auch, weil HTTPS inzwischen ein wichtiger Ranking-Faktor von Google ist und weil moderne Browser immer häufiger Warnmeldungen bei unverschlüsselten Seiten rausgeben, die deine Besucher letztendlich verunsichern. Was ist jetzt zu tun, um deine Seite als https://meinblog.de und so weiter auszuliefern? Als erstes loggst du dich in deine Nutzeroberfläche bei deinem Hoster ein. Dort wirst du irgendwo den Punkt Zertifikate, HTTPS, Verschlüsselung, SSL, irgendwie eins von diesen Schlagwörtern finden und da kannst du dir ein valides Zertifikat bestellen. Wenn es unterschiedliche Zertifikate gibt, also manche Hoster bieten auch ein kostenloses Zertifikat eMIT an in ihren Webpaketen, bei anderen wirst du eins dazu kaufen müssen. Und wenn es da unterschiedliche Pakete gibt, die unterschiedlich teuer sind, dann reicht im Normalfall immer die kleinste Variante und die sollte so um die 5 Euro liegen wahrscheinlich. Eventuell noch mit einer Einrichtungsgebühr, aber so in dem Rahmen. Und dieses Zertifikat bestellst du dir als allererstes mal. Als Punkt 2 gehst du in dein Admin-Backend vom WordPress. Sobald du die Bestätigung von deinem Hoster bekommen hast, dass dieses Zertifikat eingerichtet wurde und du es benutzen kannst, und gehst dann auf Einstellungen und änderst die beiden Adressen, in denen deine Blog-URL drin steht, von HTTP auf HTTPS. Als dritten Punkt musst du alle internen Verlinkungen, die auf HTTP zeigen, auf HTTPS umändern. Dafür kannst du zum Beispiel das Plugin Velvet Blues, jetzt muss ich mal gucken, Update URLs benutzen. Reicht ja im Grunde, wenn du dir das temporär installierst, die URLs einmal switcht von HTTP auf HTTPS und dann kannst du sie wieder runterschmeißen. Ich habe es schon öfter benutzt, macht einen guten Job, kann ich empfehlen und ist eigentlich dann auch schnell erledigt. Als vierten und letzten Punkt musst du dann hingehen und gucken, ob noch an anderen Stellen manuelle Einträge vorhanden sind. Beliebte Stellen dafür sind zum Beispiel Widgets oder auch irgendwo direkt im Template, dass zum Beispiel auch Bilder von externen Seiten oder Zählpixel und so weiter per HTTP geholt werden und nicht per HTTPS. Und da, also wenn das der Fall ist, dann entsteht bei deinem Besucher im Browser wieder eine Sicherheitswarnung, dass sogenannter Mixed Content geladen wurde. Deine Seite, die verschlüsselt ist, lädt von einer anderen Seite Inhalte, die nicht verschlüsselt sind, was letztendlich dann wieder ein Sicherheitsrisiko ist. Darüber wird der Besucher informiert und ist dann letztendlich wieder verunsichert. Also auf jeden Fall vermeiden. Für diese Abmahnungsgeschichte ist das egal, weil deine Inhalte sind HTTPS verschlüsselt. Aber für das Sicherheitsempfinden und die Usability von deinem Besucher solltest du das auf jeden Fall vermeiden und alle Quellen auf HTTPS umstellen. So, das Ganze sollte in 30 bis 60 Minuten zu schaffen sein. Wem das technisch zu kompliziert war oder wer irgendwie Angst um seine Daten hat, der kann sich gerne bei mir melden. Am besten über die Udo Tillar-Webseite, die ich hier unten in der Beschreibung auch verlinkt habe. Ich helfe dann gerne bei der Umstellung mit. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video weitergeholfen hat. Falls dem so ist, lass gerne ein Like da. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere auch gerne den Kanal, um weiterhin zu erfahren, wie dein Blog erfolgreich wird.
Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage tschüss und ciao, ciao.